guten Morgen. Wie ihr ja wisst, habe ich mir in das Bein gehackt und möchte ein kleines Update geben zu den Plänen, die ich jetzt habe, die ich hatte und wie das jetzt mit meinem Bein aussieht. Also ich habe mal ein kleines Video für euch jetzt, damit ihr seht, von was ich rede. So, das altert jetzt von alleine scheinbar raus. Bin ich zum Arzt gegangen und ja, das sieht aus wie Alter und nicht wie Blut, was jetzt hier rauskommt. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Gut, dann warten wir weiter ab. Also, ich war nicht beim Arzt. Mein Körper hat mir ganz klar signalisiert, Christian, dein Körper schafft das alleine. Ich habe auch gemerkt, wo ich das Beil unten in den Fuß reingejagt habe, dass das jetzt nicht ganz tief irgendwie stecken geblieben ist und durch den Knochen durch, sondern dass es halt wirklich nur ja, quasi in den obersten Knochenschichten so leicht stecken geblieben ist und fast von alleine wieder raus ist. Also man ja nicht irgendwie dann hier dran, sondern das fast wieder von alleine rausziehen konnte aus meinem Fuß und dass da maximal ein paar kleine Knochensplitter da abgegangen sind. Und ich habe das jetzt beobachtet für 2-3 Tage und es hat geeitert und ja, eigentlich ganz gut. Der Fuß ist geschwollen und warum das jetzt ein Problem ist, also so wäre das jetzt alles in Ordnung, das würde jetzt mit der Zeit gehen. Wenn irgendwas Komplikation wäre, würde ich natürlich auch zum Arzt gehen, mir eine zweite Meinung einholen. Aber ja, ich wollte am Donnerstag oder am Freitag zu einem Rainbow fahren, einem Rainbow Gathering. Wer das nicht kennt, ich habe mal eine Videoserie gemacht zu dem letzten, wo ich gewesen bin. Da war ich 5 Tage. Da möchte ich jetzt gerne 2-3 Wochen bleiben, also in der Natur und halt ohne Elektrizität, auch ohne Handynetz, einfach leben mit anderen Menschen, die das auch möchten, uns gegenseitig ja, Freude schenken im Sinne von Wissensvermittlung, im Sinne von körperlicher Nähe, im Sinne von ja, einfach kompletten energetischen Austausch. Und ja, das Problem ist, das liegt in den Voralpen diesmal und das ist nur erreichbar über einen Bergpfad, der über 15 Kilometer führt und mit schwerem Gepäck. Und ja, da die Verletzung am Fuß unten ist, werde ich mich wahrscheinlich sehr quälen müssen. Und die Frage ist, wenn das dann aufgeht und ich bin mitten im Nirgendwo und da ist wirklich keine ärztliche Hilfe zugegen und das ist auch noch das Ausland, dann ist natürlich problematisch. Ich habe auch keine Auslandskrankenversicherung. Ja, dann wird das sicherlich, dann könnte das ein Problem werden. Und bin ich jetzt so zur Zeit ein bisschen am Abwägen, ob ich das Risiko eingehe. Ich habe mich selber gefragt, ich habe meinen Körper gefragt. Mein Körper sagt mir ganz klar, wenn ich jetzt hier ganz normal smooth mein normales Leben jetzt hier in Deutschland weiterführe, regeneriert der Fuß, alles ist gut. So. Ist das, was mir mein Körper sagt. Natürlich kann sein, dass es doch nicht ist, dass ich ein falsches Gefühl habe, dass das vielleicht doch eine Konditionierung ist, weil das eine Bequemlichkeit ist oder eine gewisse Aversion gegen Ärzte damit da einfließt, die ich versuche allerdings auch abzubauen, aber meine Intuition sagt mir das und auf das höre ich. Und nun kommt aber die Problematik, dass ich eigentlich mit einer mittelstarken Wunde im unteren Fußbereich halt so eine beschwerliche Reise und auch einen beschwerlichen Marsch dann auf mich nehmen muss nicht, aber möchte. Und ich werde das wahrscheinlich auch tun. Ich möchte euch aber sagen, und das möchte ich eben auch vorher tun, dass jegliche Konsequenz, die daraus erwächst, das heißt, wenn irgendwas passiert, ne? Egal wo das denn endet, selbst im schlimmsten Fall, also man sich vorstellen kann, warum und weswegen ich da jetzt irgendwie verenden sollte. Aber man weiß ja nie, egal was passiert, alle Konsequenzen, die kommen, bis hin zum Tod, ich verbalisiere das jetzt einfach mal, einfach weil ich gerne dieses Worst-Case-Szenario, ich hatte schon mal ein Video gemacht, wie man halt bei solchen Entscheidungen ja, vorgehen kann. Und ich bin ein Freund des Worst-Case-Szenarios, dass man das sich anschaut und dass man damit seinen Frieden schließt und damit alle Zwischenstufen, die kommen können, die negativ empfunden werden, auch gleichzeitig akzeptiert. Dass ich sozusagen bereit bin, auch wenn es wieder pathetisch klingt und eigentlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, aber es ist halt das Worst-Case-Szenario, bereit bin, ja, bis hin zum Tod alle Konsequenzen in Kauf zu nehmen, die diese Aktion dann nach sich ziehen wird.
Und das möchte ich einfach vorher sagen, damit ich nicht danach ankomme und sage, boah, hätte ich noch nicht und ich habe und ach Mist, jetzt müsste mir das Bein amputiert werden oder ich habe ganz viele Schmerzen gehabt oder was auch immer. Nein, ich nehme die Konsequenzen in Kauf und ich sage das vorher, bevor ich die Reise antrete. Ja, das wollte ich euch in dem Video im Endeffekt eigentlich nur sagen. Und dazu natürlich die Information, dass wenn ich jetzt 2-3 Wochen, so denn alles gut läuft, unterwegs bin, ich viele produzierte Videos sozusagen bringen werde in der Zeit und da sind ja auch einige dabei, die ich eigentlich immer so ein bisschen vor mir herschiebe, mit denen ich jetzt mittlerweile nicht mehr ganz glücklich bin. Einige sind teilweise ein halbes Jahr alt. Ja, die werden in den nächsten Tagen kommen. Ich werde bei dem ein oder anderen Video auch drunter schreiben, dass es ein älteres Video ist. Vielleicht regt es den einen oder anderen doch an, warum ich das auch posten möchte. Weil ich denke, damals, wo ich dieses Video gebracht habe, hatte ich eine gewisse Intention und ich hatte einen gewissen Gedanken. Und jedes Video mache ich mit einem gewissen Gedanken, dass es in irgendeiner Weise irgendjemandem helfen könnte. Und vielleicht hilft es irgendjemandem. Und wenn ich gar kein Video mache, dann hilft es garantiert keinem. Und wenn ich ein Video mache, dann hat es die Möglichkeit, irgendeinen Menschen zu erreichen, zu berühren, zu inspirieren. Und deswegen kommen die Videos, auch wenn sie teilweise auch von der Art des Vortrags sehr aggressiv sind, sehr oft auch wenig demütig, sehr arrogant vielleicht rüberkommen. Und ja, in den Momenten war das einfach so. Und die werden dann in den nächsten Wochen kommen. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Zeit ausfüllen kann mit Videos. Ich glaube, ich habe insgesamt 15 Videos oder so vorproduziert. Und ja, ich werde das so timen, dass dann halt vielleicht ein oder anderen Tag kein Video kommt. Und ja, wenn ich dann wieder da bin, ja, bin ich dann, und das ist das Schöne, ich hatte jetzt immer so gearbeitet mit, weil ich wollte jeden Tag ein Video produzieren, dass ich halt viel vorproduziert habe. Wenn ich mal 14 Tage krank bin, kommt trotzdem jeden Tag ein Video. Fühlt sich nicht mehr so gut an. Fühlt sich nicht mehr so gut an. Es fühlt sich viel besser an, wenn ich krank bin, dass ich einfach krank bin und dass kein Video kommt. Oder dass ein Video kommt, in dem ich krank bin. Und ja, und das wird dann so sein, wenn ich dann wiederkomme. So, denn ich wiederkomme, dass ich halt dann wieder tagaktuelle Videos drehen kann. Mache ich mittlerweile auch, wie das jetzt zum Beispiel. Die schiebe ich immer ein und dann habe ich halt die vorproduzierten Videos, die dann halt immer sozusagen, ja, dann irgendwann dann halt eben eingefügt werden können, wenn ich an einem Tag sozusagen ja nichts Aktuelles habe, sondern auch wieder ein allgemeines Video gedreht habe. Ja, das wollte ich euch nur informieren. Ich werde natürlich versuchen, bei dem Rainbow für mich ein paar Sachen festzuhalten, aber ich habe nur ein Handy mit und ich habe keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu... Ich habe keine Festplatte mit oder so. Ich kann mein Handy mit ein paar Videos voll machen, aber 2-3 Wochen, also da kann ich nicht jeden Tag irgendwie was festhalten. Ich werde viel aufschreiben, ich werde mir viel Gedanken machen, ich werde viel Material, geistiges Material natürlich mitbringen wieder, was ich dann in den nächsten Videos auch dann verarbeiten werde. Und glaube nicht, dass ich ein Video, vielleicht mache ich ein Video zu diesem Rainbow, ne, mit ein paar Videoimpressionen. Allerdings bei dem Rainbow ist es halt so, dass man dann halt, ja, dass die Menschen sehr, sehr scheu sind. Deswegen gibt es die Rainbows auch jetzt nicht so offiziell. Es gibt keine offizielle Invitation oder sowas. Das wird halt nur von Hand zu Hand weitergegeben und findet auch seinen Weg nicht groß ins Internet. Ne. Von daher werden die Videoaufnahmen relativ sparsam bleiben und ihr werdet dann wahrscheinlich immer nur mein Gesicht sehen und vielleicht ein bisschen Natur im Hintergrund oder vielleicht mal von Weitem so eine Aufnahme, damit man vielleicht da ein bisschen was erkennt. Aber ja, das wollte ich euch nur sagen. Das ist die aktuelle Situation und ich werde in aller Konsequenz diesen Weg gehen. Ich möchte da unbedingt hin und verabschiede mich hier. In der Hoffnung, dass das nicht mein letztes Video gewesen ist. Ah, ich bin so pathetisch. Ich liebe das auch irgendwo. Und ich liebe das. Und deswegen, das ist das Schöne, wenn man seinen Frieden mit dem Tod gemacht hat. Und der Tod dann sozusagen dieses Stigma verliert, diese Negativität. Dann kann man wunderbar damit spielen und kann sich, ja, alle Dinge, die auf einen zukommen, man hat so eine Leichtigkeit dann plötzlich in sich. Und ja, ich habe auch ein Video schon zum Tod gemacht, vielleicht verlinke ich euch das ein oder andere. Ja, ich werde, glaube ich, nicht sterben.
Nur wenn mein Fuß ein bisschen aufgehackt ist. Ja, das soll es gewesen sein. Also wisst ihr jetzt Bescheid, was in mir vorgeht. Und ja, wir sehen uns dann irgendwie, irgendwann wieder. Beziehungsweise ihr werdet natürlich weiter Videos sehen. Und vielleicht ist es dort irgendwo eine Ecke in den Voralpen, wo ich wenigstens eure Kommentare lesen kann. Und wenn nicht, werde ich das natürlich in aller Genüsslichkeit dann tun, wenn ich wieder da bin. Ich werde, glaube ich, so gegen 10. August zurückkommen. Und dort dann ja, beim Ancient Trends Festival in Taucher teilnehmen. Und, ja, und dann, wenn ihr das nicht kennt, ich verlinke euch das Ancient Trends Festival. Richtig geiles Festival, extrem billig. Du zahlst direkt Tageskarte, also das teuerste, was man so kaufen kann. Nicht Tageskarte, sondern Ticket, wenn du dorthin kommst, also nicht im Vorverkauf gekauft hast, zahlst du 60 Euro für 4 Tage, Musik auf 4 Bühnen und ein richtig geiler Spirit und Zeltplatzgebühr, alles dabei. Also ja, perfekt einfach, weil es halt von dem e.V. veranstaltet wird, nicht von der GmbH, wie diese ganzen Festivals, die da 100 Euro oder teilweise noch mehr kosten und man darf halt man darf keinen Gewinn erwirtschaften, es darf nur kostendeckend gearbeitet werden. Und viele ehrenamtliche Helfer sind dabei, ein richtig geiles Festival mit richtig geilem Spirit. Ja, das wollte ich euch sagen, ihr seid auf dem Laufenden und wir sehen uns morgen wieder zu dem nächsten Video. Macht's gut, euer Christian. Ciao.